Willkommen bei Schreibart Online. Mein heutiger Gast ist Anna Kim. Sie ist in Südkorea geboren, kam mit 2 Jahren zunächst nach Deutschland, mit 7 Jahren dann nach Österreich, wo sie aufgewachsen ist, wo sie studiert hat. Sie hat seit 2004 einige Bücher veröffentlicht, darunter sind vor allem Romane und Essays. Zuletzt ist im Jahr 2017 der fast schon monumentale Roman »Die große Heimkehr« im Suhrkamp Verlag erschienen. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass das, was Sie am Schreiben vor allem interessiert, die Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Individuum und der Politik sei. Ein anderes Mal haben Sie gesagt, der Zusammenhang zwischen dem Privaten und dem Politischen. Wie ist das gemeint? Das ist natürlich ein sehr autobiografischer Zugang. Also ich gehe bei dem natürlich von meiner eigenen Biografie aus. Bei mir ist das Individuelle und das Politische war immer eine Einheit, weil aufgrund der Tatsache, dass ich als anders aussehende, aus einem anderen Kulturkreis stammende Person hier aufgewachsen bin. Also dadurch wurde quasi meine Existenz immer schon politisiert, ohne dass es mir am Anfang als Kind bewusst war. Und später als Erwachsene war mir das dann natürlich sehr wohl bewusst. Und daher, ich glaube nicht, ich habe eine Zeit lang habe ich versucht, Bücher zu schreiben, die vollkommen unpolitisch sind. Das war so ein Experiment für mich, und ich bin jedes Mal gescheitert. Also ich konnte mir keine Biografie einer Figur überlegen, die nicht irgendwie politisch ist. Das ging irgendwie nicht. Also, und von daher ist das so zu verstehen. Also ich glaube, dass wir alle sehr stark natürlich von politischen Ereignissen, von politischen Entscheidungen bestimmt werden. In manchen Leuten ist das natürlich noch mal viel stärker, also dieser Zusammenhang. Und darum ging es mir also in dem Zitat. Ausgehend von dieser Basis kommen Sie dann immer zu den ganz großen Themen und zu ganz besonderen Schauplätzen. Das kann Grönland sein und die Selbstmordrate dort, das kann der Jugoslawienkrieg sein, das kann die Geschichte Koreas sein, also alles ja, riesige Themen, wenn man so will. Wie kommen Sie zu Ihren Themen oder wie kommen die Themen zu Ihnen? Das ist eine extrem schwierige Frage. Sie ist extrem einfach zu stellen und sie ist extrem schwierig zu beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie die Themen zu mir kommen und ich weiß nicht, ob ich die Themen suche oder ob sie einfach auftauchen. Beim Korea-Buch war das, also das ist natürlich am einfachsten zu beantworten, da war einfach die Neugier da, wie war das bei meinen Eltern? Also das war sicherlich eine dieser Fragen. Beim Grönland-Buch war es wieder was ganz anderes, da wollte ich immer schon mal hin. Und deswegen hat sich das so angeboten. Beim Buch über den Kosovo-Krieg, das war wieder was ganz anderes. Da hat mich das Thema so gepackt und auf das Thema bin ich auch nur durch einen Zufall gestoßen. Also ich glaube, es ist bei der Themenfindung ist sehr oft der Zufall im Spiel und es ergibt sich einfach. Und wenn Sie so ein Buch dann abgeschlossen haben, ist dieses Thema dann auch erledigt für Sie? Also ist das so ein Thema, das Sie durchleuchten, das Sie quasi auserzählen, ein Buch drüber schreiben und dann sofort ganz woanders hingehen? Weil den Eindruck hat man, wenn man sich Ihre Romane anschaut, die ja ganz anders sind als der jeweils vorhergehende oder als der, der nachher kommt. Es ist leider nicht so, dass man das einfach abschließt und dann hat man das quasi erledigt und dann kann man weiter zum nächsten Thema ziehen. Also so läuft das bei mir leider nicht. Das Thema der Vermissten zum Beispiel, da denke ich mir, also das kommt immer wieder hoch, also bei den verschiedensten Naturkatastrophen, bei jedem Erdbeben kommt es hoch, bei jeder Naturkatastrophe, bei jedem Konflikt denke ich daran, also kriegerischen Konflikt, bei jedem Selbstmord oder bei jeder Suizidepidemie, die irgendwann ausgerufen wird, muss ich natürlich an Grönland denken. Also es ist, diese Themen bleiben. Es sind ja auch immer
Es sind ja auch Themen, die mich immer schon beschäftigt haben und die auch dann eigentlich, wenn man sich so alle meine Bücher anschaut, dann bemerkt man, dass sie tatsächlich zusammenhängen. Also dass eigentlich ein Buch auf das nächste verweist und dass dann, also dass sie quasi eine Einheit bilden. Das ist auch so ein Ziel, das ich habe. Bei manchen Themen ist es auch so, dass sie mehrere Bücher schreiben, allerdings dann in verschiedener Form. Da gibt es einen Essay und einen Roman, die, zumindest hat man den Eindruck, dann ja fast nebeneinander entstehen. Was macht für Sie den Unterschied aus zwischen dem Schreiben eines Romans zu einem Thema oder dem Schreiben eines Essays zum fast selben Thema? Ein Essay zu schreiben ist ein emotional anderer Vorgang. Also einen Roman zu schreiben empfinde ich als sehr beglückend eigentlich. Ein Essay zu schreiben empfinde ich als extrem anstrengend. Es ist aber auch ein anderes Ausgangsgefühl da. Also wenn ich ein Essay schreibe, dann bin ich meistens sehr wütend. Und es ist, meine Essays sind irgendwie Wuttexte auch ein wenig. Und da ist sehr viel Ärger da und auch sehr viel, vielleicht auch ein bisschen eine Suche nach einer Konfrontation. Und ein Roman ist für mich die Erzählung. Also es ist ich suche vielleicht immer noch die Konfrontation im Roman auch, aber nicht in dem Ausmaß. Also es ist, ich würde sagen, dass das ein anderer Zugang ist, also die Emotion. Und dann natürlich die Art und Weise, wie man etwas diskutieren kann. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die man im Roman nicht in der Weise ansprechen kann, nicht in der Weise, also auch durchdenken kann und durchanalysieren kann. Dafür braucht man eine andere Form. Und dieses Denken, dieses Nachdenken über, was ich habe ja Philosophie studiert, das war halt auch ein ganz wichtiger Teil des Studiums, dass man über eine Sache nachdenkt und sie auch wirklich durchdenkt, also die ganzen roten Linien, dass man ihnen folgt, das geht in dieser direkten Art im Roman einfach nicht. Und daher habe ich dann eine Form gesucht, in der es möglich ist und so bin ich zum Essay gekommen. Jetzt gleich anknüpfend an diese Unterschiede, was man machen kann und nicht in der einen oder der anderen Form. Manche dieser Themen sind ja sehr explizit politisch. Was kann in dieser Hinsicht ein Roman und kann er nicht und was kann ein Essay und kann er nicht? Weil die Essays sind ja, also gerade Ihre Essays, zum Teil wesentlich offensichtlich explizit politischer als die Romane. Zumindest hat man den Eindruck. Ich glaube eigentlich, dass ein Roman alles kann. Also das ist also mal die Ausgangsbasis für mich. Ein Roman kann alles und es sollte auch alles erlaubt sein im Roman. Also es wäre furchtbar, da jetzt irgendwelche Grenzen oder Regeln aufzustellen, sagen bis hierher und nicht weiter und so weiter. Also für mich habe ich dann festgestellt, dass es zum Beispiel in dem Grönlandbuch Anatomie einer Nacht, dass ich da eine Geschichte erzählen wollte, wo bestimmte Fakten, die man einfach wissen kann, aber vielleicht nicht wissen muss, dass sie da nicht reinpassen. Ich frage mich immer wieder, ob das eine Geschmackssache ist oder ob das keine Geschmackssache ist. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus, dass alles erlaubt ist. Also ich fände es furchtbar, wenn man eine Literatur erschaffen würde, in der es eben Dinge gibt, die man nicht tun darf, unter gar keinen Umständen. Also Konventionen und so weiter, also wirklich nicht. Wenn wir damit anfangen, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr zu schreiben. Also insofern würde ich sagen, es ist alles erlaubt. Es ist nur eine Frage von, passt das in diese Geschichte hinein, die man erzählen möchte oder nicht? Zum Beispiel der Korea-Roman hat sehr viele essayistische Passagen. Da habe ich darauf verzichtet, quasi ein Essayband zu schreiben. Da hat es in die Form gepasst, weil es einfach um Geschichte ging. Also ich habe das Thema Geschichte und Geschichtsschreibung thematisiert und das wollte ich auch, indem ich die Form der Geschichtsschreibung quasi aufgegriffen habe. Und da hätte ich es dann wieder sehr komisch gefunden, das zu spalten, also einen Roman über Geschichtsschreibung zu schreiben und die Geschichtsschreibung dann auszugliedern. Beim Grönland-Roman war das eben störend, diese essayistischen Passagen zu haben und deswegen habe ich es ausgegliedert. Also ja, es kommt immer auf das Thema an und auf die jeweiligen Inhalte und auf die Geschichte, weil in einem Roman steht die Geschichte nun mal für mich im Vordergrund.
was Roman und Essay zumindest aus meiner Sicht bei Ihnen miteinander verbindet, ist die extrem genaue Recherche, die beiden Textarten zugrunde liegt. Wie recherchieren Sie? Wie ausgiebig muss man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt so einen großen Roman über so ein großes Thema schreiben? Ja, die Recherche ist extrem wichtig. Also gerade bei dem Korea-Buch war die Recherche wichtig, weil das Thema einfach noch nicht erledigt ist. Es gibt noch sehr, sehr viele Kontroversen darüber. Es ist auch vieles noch unter Verschluss. Also es ist immer noch nicht abgeschlossen. Wir eigentlich die meisten Themen nicht abgeschlossen sind. Wir tun nur so, als wären sie abgeschlossen und dann können wir sie abschließen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ging es mir dann sehr viel um Genauigkeit. Das Problem hatte ich auch bei der gefrorenen Zeit, also es ging um den Kosovo-Krieg in dem Roman. Es war sehr wenig Material verfügbar zu der Zeit, als ich das recherchiert habe. Es war auch noch nicht ganz klar, wer hat was gemacht. Also die Frage der Schuld war noch nicht geklärt. Die Frage der Schuld ist immer noch nicht geklärt. Das Problem beim Kolonialismus ist das gleiche. Da gibt es auch immer die Frage der Schuld, die ja sowieso nie gestellt wird. Was mich immer noch verwundert, aber gut. Und wenn es eine Frage der Schuld gibt, dann muss man behutsam sein. Also dann kann man da nicht, oder zumindest möchte ich behutsam sein. Okay, also ich würde das jetzt die Regel zurücknehmen. Also da wollte ich behutsam sein, weil ich nicht unbedingt Partei ergreifen wollte. Also ich wollte versuchen, möglichst mehrere Perspektiven auch aufzugreifen und zu beleuchten. Und da ist es extrem wichtig, viel zu recherchieren, einfach um so viel wie möglich zu wissen. Also Wissen ist das Einzige, was uns davor schützt, sehr einfältig zu agieren. Und Einfalt ist etwas, was ich meinen Lesern eigentlich nicht unbedingt zumuten möchte. Und deshalb, ja, es geht um Genauigkeit, es geht auch darum, historische Entwicklungen, politische Entwicklungen so darzustellen, wie sie vielleicht nicht in Geschichtsbüchern dargestellt werden. Also eine andere Perspektive auch einzunehmen und ja, und so insofern recherchiere ich immer sehr viel, also vor Ort, mit Büchern, mit Filmen, mit Audiomaterial, ich spreche mit den Leuten, also es ist auch sehr viel Leute suchen, sie darum anbetteln, dass sie mit einem sprechen. Wenn sie ablehnen, dann versuchen sie zu überzeugen. Aber es ist dann auch jedes Mal so, dass eigentlich sich so eine Eigendynamik entfaltet. Also die eine Person sagt dann, ich kenne ja jemanden, der genau zu dem Thema etwas zu sagen hat und der würde das auch gerne machen. Es gibt ja auch so ein Erzählbedürfnis, so ein Mitteilungsbedürfnis und das spielt dann auch immer eine Rolle. Ich habe allerdings also mit der Zeit festgestellt, dass diese Interviewtechnik, dass die eine sehr schwierige ist und nicht immer zu einem guten Ergebnis führt. Also man hat dann manchmal sehr viel Zeit damit verbracht, Fragen zu stellen und eigentlich sehr wenig Antworten zu bekommen. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Dieser Roman, Die große Heimkehr, ist ja fast so etwas wie ein Paradebeispiel für all die Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben. Eben weil er so ein großes Thema behandelt, weil er als Geschichtsbuch aus einer anderen Perspektive auch funktioniert, weil er daneben aber auch diese individuellen Geschichten vor dieser historischen Folie darstellt, sind ja drei Lebensgeschichten, die da eigentlich beschrieben werden, also im Konkreten jetzt. Wie schwer ist es gewesen, diese ganz verschiedenen Facetten dieses großen Buches quasi unter einen Hut zu bringen, in einer gewissen Ausgewogenheit. Wie lang haben Sie an diesem Buch gearbeitet? Ich glaube, es waren 6 Jahre oder 7 Jahre. Ich kann mich nicht mehr erinnern, an dem Buch habe ich am allerlängsten gearbeitet. Also die Recherche hat extrem viel Zeit beansprucht und das Schreiben auch. Und komischerweise war es am allereinfachsten, diese Lebensläufe zusammenzustellen. Also diese Geschichten haben sich ganz von selbst fast ergeben. Es war eigentlich dadurch, dass ich sehr viel, also gerade eigentlich in allen meinen Romanen bisher, da setzen sich die Figuren aus echten Menschen zusammen.
Das heißt, ich nehme immer ein Versatzstück von der Person und ein Versatzstück von der Person und daraus bastle ich eine neue Biografie. Und die große Heimkehr, die setzt sich überhaupt, die spielt eigentlich auch mit dem Klischee. Also das war auch eines der Dinge, die ich ausprobieren wollte. Und ein Klischee ist die Spionin. Also die Spionin, die wunderschöne Spionin, die halt die Männer ins Verderben führt. Das ist so ein femme fatale, ne? Das ist eigentlich eine typische Figur. Und dann natürlich der Dumme, der drauf einfällt, das ist also auch eine typische Figur. Und der Freund, also dieses Dreieck, sind eigentlich alles so Klischee-Konstellationen. Und das habe ich also ganz bewusst aufgegriffen, weil der Film auch sehr stark mit Filmen aus den 50ern spielt, also mit diesen mit den Themen, die damals verhandelt wurden in den Filmen und auch der Dramaturgie. Und daher war das dann relativ einfach, also im Vergleich zu der Recherche war das so richtig, richtig super leicht, das zusammenzusetzen. Würden Sie uns ein Stück aus diesem Buch vorlesen? Ja, sehr gerne. Also ich lese gleich den Anfang aus dem ersten Kapitel. Sobald ich das Haus betreten hatte, befand ich mich an einem Ort, der ausschließlich aus Musik bestand, in einer Höhle aus Geräuschen und Klängen. Erst nach geraumer Zeit wuchs ein Bild. Die Umgebung füllte sich mit Farben und Details. Ich erkannte Pflanzen in Töpfen, Kissen auf der Couch, Bilder an den Wänden, Figuren und Bücher in den dunklen Regalen, die das wenige Licht schluckten. Ich hatte gedacht, es wäre nur ein paar. Tatsächlich waren es viele. Sie stapelten sich sogar auf dem Boden. Ich befand mich in einer Bibliothek. Erst jetzt sah ich den Mann, der am Boden kauerte. Von meinen Kollegen wurde er der Archivar genannt. Sie sehen aus wie eine Koreanerin, sagte er und blickte mich aus unversiegelten Augen an. Nicht ein bisschen wie eine Deutsche. Yun-ho Kang musterte mich im Schutz des Zwielichts. Ich stand im Scheinwerfer des Fensters. Ich bin beides, antwortete ich. Habe ich das richtig verstanden? Sie wurden von einem deutschen Ehepaar adoptiert. Ja. Wie alt waren Sie? Ich war 4 Jahre alt. Können Sie sich noch an Korea erinnern? Ich schüttelte den Kopf. Wie sollten Sie auch? Ist dies Ihr erster Besuch hier? Nein, mein zweiter. Was wissen Sie über Ihre Heimat? Ich sah ihn ratlos an, er verbesserte sich. Ich meine, haben Sie die Geschichte Koreas studiert oder die Sprache? Beides, antwortete ich. Und Sie sprechen Englisch. Ich habe eine Zeit lang in London gelebt. Er klopfte eine Zigarette aus der runzligen Packung und zündete sie an. Haben Sie sich über meine Anfrage gewundert? Ich zögerte mit meiner Antwort, ich weiß nicht warum. Man habe mich schon ein paar Mal gebeten zu übersetzen, sagte ich schließlich. Offenbar gäbe es Bedarf. Er musterte mich, dann nickte er langsam. Sie sind sehr groß, sagte er. Ebenso Ihre Ohren. So groß wie Mandarinen. Er lächelte. Wie lange arbeiten Sie schon für den Maryknoll-Orden? Seit 2 Wochen. Was sind Ihre Aufgaben? Ich liefere Essen aus. An Alte und Kranke? Hauptsächlich an Alte und Kranke. Manchmal helfe ich auch im Büro aus. Warum tun Sie das? Haben Sie keine andere Arbeit gefunden? Ich habe noch gar nicht wirklich angefangen zu suchen. Er nickte wieder. Ob ich ihn gut verstehe oder ob er zu schnell spreche? Es geht, antwortete ich. Es geht. Wo haben Sie Koreanisch gelernt? An der Universität. An der Universität. Yun-ho wiederholte meine Sätze, als müsse er sich vergewissern, dass er mich richtig verstanden hatte. Später sagte er, Sie haben einen japanischen Akzent. Ich habe einen japanischen Akzent, fragte ich. Auch ich war sein Echo. Es sei meine Intonation, erklärte er. Ich singe nicht, ich spreche, sagte er. Ich schiebe die Worte vor mir her. Wenn Sie sprechen, wirbeln Sie sie auf. Sie werfen sie. Er nahm einen tiefen Zug. Keine Angst, sagte er und atmete den Rauch langsam aus. Es klingt niedlich. Als ich antwortete, bemühte ich mich weder zu werfen noch zu wirbeln. Er habe ebenfalls einen Singsang in der Stimme, zwang ich, sagte ich und zwang meine zur Notlandung. Er sah mich nachdenklich an. Das habe er noch nie gehört, da lache ja sein Nabel. Und wie um sich zu vergewissern, dass diesem kein Lachen entfuhr, legte er die Hand auf seinen Bauch. Yun-ho war 78 Jahre alt, sprach fließend Japanisch und etwas Chinesisch. Sein Haar war silbrig, wellig und schulterlang.
Da er meinte, dass seine Glatze größer werde, beäugte er jedes ausgefallene Haar sorgfältig, untersuchte die Wurzel, ehe er es in den Mülleimer legte. Er warf es nicht, er legte es, ebenso wenig ging er, er schlenderte, dann schlenkerte die dunkle Nadelstreifhose um seine Beine und die Konturen seines Unterhemdes schimmerten durch das weiße Oberhemd. Die Hose, die vom vielen Waschen dünn geworden war, reichte weit über seine Körpermitte und wurde von grauen Hosenträgern zusätzlich hochgezogen. Junho ging nie ohne Gehstock, Handschuhe, Hut und Brille aus. Letztere stammte von seinem Vater und er sah nicht wirklich besser mit ihr, obwohl er es sich einredete. Er siezte mich, das war ich nicht gewöhnt. Ich kannte gesprochenes Koreanisch nur von meiner Kinderfrau, Yonghee Maria, die ich stets Jung Maria genannt hatte, obwohl ich mich wunderte, dass sie, eine ältere Frau, in meinen Augen damals eine Greisin, sich als jung bezeichnete, es aber nicht mehr war. Ich dachte, sie nenne sich jung, weil sie es nie gewesen war. Wenn ich an Jung Maria denke, fällt mir die Puppe ein, die ich überall mitnahm, in die Schule, zum Klavierunterricht. Als sie eines Tages wieder einmal neben mir auf dem Boden lag, nahm Jung Maria ihr Halstuch ab und band mir die Puppe auf den Rücken. Nun trüge ich sie wie eine koreanische Mutter ihr Baby, sagte sie. In Korea gäbe es keine Kinderautos. Die Frauen hätten ihre Säuglinge stets auf den Buckel gebunden, das sei praktischer, als sie in einem Häuschen vor sich herzuschieben. Während ich mit meinem neuen Rückenschmuck durch das Wohnzimmer galoppierte, kam mir plötzlich ein Gedanke. Ob auch ich von meiner Mutter auf dem Rücken getragen worden war, fragte ich. Von deiner Mutter? Fragte Jung Maria. Ja, antwortete ich und bettelte, sie solle es vormachen. Sie sah mich lange an. Trotz ihrer braunen Augen hatte sie einen hellen Blick, ich würde sogar sagen einen kühlen Blick, wach und hart. An dem Tag aber war er dunkel und weich, eingerahmt von künstlichen Locken. Ich erinnere mich, dass sie laut seufzte und schließlich antwortete, nein. Hannah, ja, nein. Deine Mutter hat dich nicht mehr kennengelernt. Sie trennte sich sofort nach der Geburt von dir. Sie ließ dich bei dem Pfarrer zurück, der dich deinen deutschen Eltern vorstellte. Sie ließ mich bei dem Pfarrer zurück, der mich meinen deutschen Eltern vorstellte. Es war dieser Satz, der mich zur Kündigung meiner Arbeit und meiner Wohnung veranlasste, der mich in ein Flugzeug steigen ließ und mich in ein Land brachte, in dem ich bloß eine Menschenseele kannte. Ich vergaß, leichte Kleidung mitzunehmen, so war ich stets auf der Suche nach Klimaanlagen, offenen Fenstern und Türen. Die ersten Tage nach der Ankunft verschlief ich. Mich verwirrte der Zeitunterschied. Ich glaubte, es sei abends, wenn es morgens war. Das Licht irritierte mich zusätzlich. Es verhielt sich anders, als ich es gewohnt war, wie das helle Licht des Frühlings im Spätsommer. Gleich nach meiner Ankunft in Seoul unternahm ich einen Versuch, Jung Maria zu finden. Ihr Name, Yonghee Chang, machte es mir unmöglich. Zu normal ist er, zu gewöhnlich. Zu viele tragen denselben Namen. Schließlich brach ich zum Ordenshaus der Maryknoll-Brüder auf, im Rucksack einen Stadtplan und ein Wörterbuch, in der Hoffnung, eine Arbeit zu bekommen, mit der ich mich fürs Erste über Wasser halten konnte. Blue Moon, sang Billie Holiday. Tatsächlich befanden wir uns auf einem blauen Mond, zwischen uns eine Stehlampe, deren Schein die niedrigen Tische und Kissen, die über dem Holzboden verstreut waren, sowie den gläsernen Aschenbecher mit einem bläulichen Schimmer überzog, sogar den Qualm blau einfärbte, der der Zigarette entwich. Und Junos Profil, das ich in Ruhe studieren konnte, da er stets meinen Blick auswich. Mit der Zeit meinte ich, keinen Menschen vor mir zu haben, sondern eine Fotografie. Ein Bild aus Licht und Schatten, in dem eine Stimme lebte und etwas Rauch. Es passte in diese Welt, in der ich die Tage durchträumte und die Nächte durchwachte. Hannah, sagte er, und aus seinem Mund klang es wie Hannah, eins auf Koreanisch. Und in meinem Kopf zählte ich weiter. Tul, zwei, Seht, drei, Net, vier. Werden sie nach ihren Eltern suchen? Ich hatte auf diese Frage gewartet, ich hatte gehofft, vergeblich zu warten. Wahrscheinlich, das habe ich noch nicht entschieden. Er nickte. Ich müsse mir das gut überlegen, wer weiß, wen ich finden würde. Selbst die Menschen, die man gut kenne, überraschen einen mit ihrem geheimen Leben. Mit ihrem geheimen Leben? Ja, jeder besitzt Geheimnisse, sie doch auch. Und sie? Er hielt meinen Blick stand, wechselte aber das Thema. Habe ich das richtig verstanden? Sie sind Übersetzerin. Ich hatte mir vorgenommen, vorsichtig zu sein, also sagte ich, gelegentlich. Und aus welchen Sprachen übersetzen Sie? Aus dem Englischen, aus dem Koreanischen? Aus dem Englischen ins Deutsche. Und aus dem Koreanischen? Seltener.
Ich griff nach einer Zigarette, die letzte hatte ich vor einem Jahr geraucht. Warum fragen Sie? Ich möchte, dass Sie diesen Brief für mich übersetzen. Einen Brief? Er habe ihn vor ein paar Tagen erhalten, einen Brief aus Amerika, aber er könne ihn nicht lesen. Juno legte ihn auf den Tisch. Der Umschlag war schneeweiß, die Adresse in Druckbuchstaben geschrieben, die Handschrift ungelenk. Er räusperte sich und murmelte, als wollte er die Worte von mir verstecken. Er glaube, dass er wichtige Wörter enthalte, ich müsse ihm sagen, welche. Er gab mir das Kuvert, ich öffnete es und entfaltete das Blatt. Der Absender war ein alter Simon Richmond, Virginia. Mrs. Linda Miller schrieb, dass Mrs. Eve Lewis in der Nacht vom 14. auf den 15. des letzten Monats friedlich von uns gegangen sei. Da Mr. Lewis bereits tot sei und Mrs. Lewis keine Kinder habe, auch keine anderen Verwandten in den USA, habe sich die Heimverwaltung dazu entschlossen, die Benachrichtigung an die eine Adresse zu senden, die man in Mrs. Lewis' Unterlagen gefunden habe. Vielleicht könne der Adressat, Mrs. Lewis' Verwandte in Südkorea, von ihrem Dahinscheiden informieren. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, als ich bemerkte, dass Junho weinte. Ich drückte die Zigarette aus, setzte mich neben ihn auf den Boden und reichte ihm ein Taschentuch. Es war zerknüllt. Er nahm es, wischte die Tränen vom Brief und sagte, Eve sei also tot. Eve. Er wiederholte diesmal mit dem Anflug eines Lächelns. Eve Moon. Er habe ihren Namen nie richtig aussprechen können. Im Koreanischen gäbe es kein W oder V, nur B. Er sah mich nachdenklich an. Wieso habe sie sich bloß solch einen schwierigen Namen ausgesucht? Er wühlte in seiner Hosentasche, zog eine Packung Zigaretten hervor. Ich sagte, ohne viel nachzudenken, vielleicht habe sie nur von Amerikanern angesprochen werden wollen. Er nahm einen tiefen Zug und nickte bedächtig. Das könne schon sein. Sein Schweigen und das Rauschen der Platte zwangen mich zu sprechen und ich hörte mich fragen, wer war Eve Moon? Er sah mich an mit klaren, stillen Augen. Das sei eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gebe. Möchten Sie wirklich wissen, wer Eve war? Er klopfte die letzte Zigarette aus der Packung und zündete sie an. Die einfache Antwort lautet, sie war Mrs. Henry Lewis, Eve Lewis. Sie war allerdings auch Eve Moon, Yunmi Moon und Mitsuki Takahashi. Sie hatte viele Namen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo und wann ich sie zum ersten Mal gesehen habe. In Johnnys kleinem Zimmer in Seoul vor mehr als 50 Jahren. Von diesem Nachmittag an trafen wir uns täglich in diesem Raum, in dem alle Uhren anders gingen. Die Kuckucksuhr an der Wand schneller war als der Wecker auf der Anrichte und dieser flinker als die Standuhr mit dem tiefen Gong. Und Juno erzählte, seine Stimme unterlegt von jenem mehrstimmigen Ticken, einem Rhythmus, dem er sich nie entzog, von den Ereignissen in Seoul und Osaka in den Jahren 1959 und 60. Die Erzählerin kommt nach Korea, trifft auf Junho und sie kann zu diesem Moment sehr gut Koreanisch. Sie kennt die Geschichte des Landes bereits sehr gut und sie lernt dann von ihm quasi seine Lebensgeschichte und deren Hintergründe kennen. Wie war das bei Ihnen, als Sie mit dem Schreiben des Buchs begonnen haben? Wie gut war Ihr Koreanisch? Wie viel wussten Sie von der koreanischen Geschichte? Ich habe den Namen Hannah absichtlich gewählt. Also zum einen dachte ich, wahrscheinlich werden die Kritiker glauben, dass ich mich meine, also Hannah und Anna, und werden das natürlich auch in ihren Rezensionen so darstellen, was übrigens wirklich passiert ist. Da habe ich mir einen kleinen Scherz erlaubt. Zum anderen weiß sie definitiv, also mehr als ich. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich den Roman begonnen habe, weniger als sie eigentlich. Also sie spricht in meiner Vorstellung sehr viel besser Koreanisch als ich. Mein Koreanisch ist sehr eigenartig. Also angeblich klinge ich wie eine Nordkoreanerin. Manche sagen wie eine Japanerin, also ich habe schon alles Mögliche gehört. Den deutschen Akzent offenbar, den hören sie nicht raus. Also ich finde das auch ganz lustig. Und auch mein Wissensstand, also was also die koreanische Geschichte betraf, war relativ wenig. Also es war halt der Wissensstand, den man hat, wenn man in Österreich in die Schule geht. Also so Koreakrieg und eigentlich das war's. Und wobei ich natürlich von meinen Eltern vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen habe, aber auch nicht sehr viel mehr. Also zumindest wusste ich, dass es dann noch einen anderen Diktator gab. Also nach dem einen Diktator gab es dann noch einen. Und außerdem wusste ich dann noch von dem dritten auch noch Bescheid. Also ich kannte, glaube ich, mehr Diktatoren als jetzt der
normale Europäer, würde ich sagen. Aber das war es auch schon. Also es war, ich musste mir da sehr viel erarbeiten. Aber das ist ja auch so eine Sache, warum ich diese Bücher schreibe, weil ich auch mehr erfahren möchte. Also diese Recherche ist ja auch quasi ein, also ich mache da das Hobby zu meinem Beruf. Das heißt, Sie haben im Zug der Arbeit am Buch dann auch erst begonnen, intensiver nachzufragen in der Familie. Ja, genau. Und da bin ich auf viele Sachen gestoßen, auf die ich immer vermutet hatte, aber dann hatte ich ja auch einen Beweis dafür, nämlich dafür, dass die meisten Menschen sehr zufrieden sind mit einer Version von Geschichte. Das hat mich sehr überrascht, also dass sie eigentlich eine Version gesagt bekommen und das wird dann sofort übernommen und eigentlich nicht mehr hinterfragt, selbst wenn mit der Zeit immer mehr Dinge auftauchen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Selbst dann wird eigentlich auf diese eine Geschichte beharrt, auf diese eine Version und sie wird dann immer weitergegeben. Und Sie sind dann nach Korea gefahren, um das Land besser kennenzulernen? Waren Sie vorher auch regelmäßig dort? Oder? Nein, weil ich bin ja ein Kind des Kalten Kriegs, ganz typischerweise. Und ich war mit 11 Jahren, glaube ich, das allererste Mal in Südkorea und dann eigentlich nur zweimal. Also es war eben noch, also doch die Sowjetunion gab es auch noch und man konnte nicht direkt nach Korea fliegen, also nach Südkorea fliegen, sondern man musste über Alaska fliegen, also um die ganze Welt quasi. Und das hat 22 Stunden gedauert und war extrem teuer. Also jetzt komme ich mir wirklich vor wie eine alte Frau. Ich dachte so, aber das war, also kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Fliegen war extrem teuer, war sehr mühsam und ja, also diesen Kontakt, den zum Beispiel Österreicher, die einen türkischen Hintergrund haben, also haben mit ihrer Heimat, also das hatte ich nicht. Noch dazu war zu dem Zeitpunkt, dass meine Eltern eben das Land verlassen haben, war eine Diktatur. Dann gab es eine zweite, also es war auch von der politischen Lage her, also nicht wirklich so einfach hin und her zu fliegen. Der Kontakt war also nicht da. Spannend an der Art der Darstellung dieser koreanischen Geschichte ist die Perspektive. Im Buch sagt Yoon-ho einmal, letztlich gehört Geschichte demjenigen, der sich Gehör verschafft. Ist es so ein bisschen ein Anliegen gewesen von Ihnen, das zu unterlaufen, also quasi eine Geschichte von unten zu schreiben, die der offiziellen Geschichte, die wir ja auch eben aus Schule und so weiter rudimentär zumindest schon einmal gehört haben, auch ein bisschen widerspricht? Ja, das ist ein Anliegen, das ich eigentlich in jedem meiner Bücher verfolgt habe. Also auch gerade mit der gefrorenen Zeit hatte ich das, das war so ein Ziel, dass ich die Geschichte von aus der Perspektive der Menschen schreiben wollte, die unter dem Krieg am allermeisten zu leiden hatten. Weil ich tatsächlich der Ansicht bin, dass immer nur die Lauten gehört werden und nicht die Leisen. Und das ärgert mich wahnsinnig. Also das finde ich immer noch furchtbar. Und diese Empörung, diese Wut eigentlich, die ich auch immer wieder verspüre leider, die findet dann ihre Form in Büchern. Die findet sich dann in Buchform wieder. Und wie missionarisch war dieses ganze Unterfangen? Weil wenn man so eine Geschichte über ein Land in einem deutschsprachigen Verlag schreibt, dann muss man ja auf der einen Seite davon ausgehen, dass 99% der Menschen überhaupt keine Ahnung von Korea haben. Und auf der anderen Seite ist das, was man weiß, von einem extremen Schwarz-Weiß-Muster geprägt. Da gibt es dieses Nordkorea als ganz diffuses, böses Land und Südkorea, das sehr westlich ist, wo alle Supercomputer spielen können und so weiter. Also diese Klischees prägen ja das Bild. Wie sehr war es Ihnen ein Anliegen, das auch ein bisschen zu ändern, Korea bekannter zu machen, die Geschichte Koreas bekannter zu machen? Also das war eigentlich überhaupt kein Anliegen. Also ich wollte eigentlich gar nicht die Geschichte Koreas bekannter machen. Ich fand nur, dass die Geschichte Koreas so interessant ist, weil es eben so viele offizielle Versionen davon gibt und jeder
meint, dass seine Version die offiziellste sei. Und das fand ich gerade so, das finde ich also immer noch spannend an dieser, an dem Kalten Krieg überhaupt und an diesen offiziellen Versionen. Und darum, darum hab ich irgendwie gar nicht, ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich ja damit auch die Geschichte Koreas bekannt mache. Also das finde ich jetzt gerade sehr lustig, dass, dass es quasi einen Nebeneffekt hatte. Nein, also ich hatte nicht dieses Ziel. Gibt es koreanische Reaktionen auf das Buch? Gibt es eine Übersetzung oder ist eine geplant? Es gab ein paar Reaktionen von koreanischen Germanisten, die ich kenne, die das Buch dann auf Deutsch gelesen haben. Also eine Übersetzung gibt es nicht. Und ich bin jetzt auch nicht, also ich versuche das auch nicht zu erzwingen oder also ich halte mich da total raus, das ist nicht meine Sache, finde ich. Also ich finde generell, dass Übersetzungen nicht die Sache der Autoren und Autorinnen sind, sondern die Sache des Verlags bzw. der Bücher. Also und der Übersetzer und Übersetzerinnen natürlich. Und die Reaktion von den koreanischen Germanisten war eine interessante. Also von einer Seite habe ich gehört, so ja, die Geschichte kennt man eh schon und da braucht man quasi nicht noch ein Buch. Dann habe ich wieder gehört, so, boah, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es überhaupt so viele koreanische Japaner gab, die dann zurückgekehrt sind. Also diesen Aspekt kannte ich noch gar nicht. Also ich habe alles Mögliche gehört, eigentlich durch die Bank, vollkommen unterschiedlich. Und ich persönlich glaube, dass eine Übersetzung von dem Roman sehr schwierig wäre. Also weil ich den Roman also wirklich für ein deutschsprachiges oder westliches Publikum geschrieben habe und daher auch die Art und Weise, wie die Figuren interagieren, das müsste man alles zumindest hinterfragen für ein koreanisches oder für ein asiatisches Publikum, ostasiatisches Publikum. Da müsste man, also man müsste es tatsächlich umschreiben, fürchte ich. Also das ist nicht etwas, was ich machen möchte. Was war eigentlich am Anfang da? War das Junho oder war das die Erzählerin oder war das irgendein bestimmter Teil der Geschichte, die erzählt wird, von dem Sie ausgegangen sind? Ganz am Anfang war der zweite Teil des Romans da, also diese Geschichte der Rückholaktion sozusagen der Nordkoreaner, die versucht haben, so viele Koreaner wie möglich in ihre Heimat zurückzuholen. Mich hat das total fasziniert, dass Nordkorea das damals so im großen Stil durchgeführt hat, dass sie sogar dafür die Hilfe des Internationalen Rotkreuzkomitees bekommen haben und dass es als humanitäre Sache so dargestellt wurde und dass alle sehr glücklich dabei mitgemacht haben. Und das fand ich, das hat mich total fasziniert. Und das war eigentlich am Anfang da. Und die Idee, einen Roman zu schreiben über den Kalten Krieg, also ganz, ganz allgemein gesprochen, also über die, also wie hat sich das im Speziellen manifestiert, was hat es da für einen speziellen Fall gegeben? Und da war wieder Korea für mich ganz super passend, weil es einfach so ein kleines Land ist mit so viel kaltem Krieg, also so aufgepropft. Also das war, das fand ich extrem faszinierend und so ist die Idee eigentlich entstanden. Und Juno war dann der dritte Punkt sozusagen, der dann auch dazugekommen ist, also die Figur. Er war sicher vor der Erzählerin da. Die Erzählerin war eigentlich, ganz zum Schluss ist sie dazugekommen und das ist eine kleine Hommage für Stefan Zweig. Weil Stefan Zweig hat ja immer so diese Konstruktion, wo immer eine, sehr oft eine Erzählerfigur von außen dazukommt und also der Erzähler trifft dann einen anderen Erzähler und der andere Erzähler beginnt dann die eigentliche Geschichte, also diese Rahmenhandlung, das ist so für mich so eine typische Stefan Zweig-Sache und ja, und das war dann ganz zum Schluss. In Ihren Büchern ist die Sprache jeweils dem Thema entsprechend immer wieder eine ganz andere. In diesem Buch ist sie sehr klar, sehr melodisch, aber sie ordnet sich auch ein wenig dem Erzählfluss unter.
Der Rhythmus passt sehr gut zur Musik, die ja auch in der Stelle, die Sie gelesen haben, vorkommt. Diese Billie Holiday-Lieder, die immer wieder im Buch, im Roman auftauchen, die geben so ein bisschen die Melodie, den Rhythmus, auch den Tonfall vor mit dieser tiefen Stimme, diese sparsamen Arrangements und so weiter. Wie kommen Ihre Texte zu Ihrer Sprache? Das ist immer ein sehr schmerzhafter Prozess. Also das dauert meistens, das dauert sicher mindestens ein Jahr oder zwei Jahre. Also es dauert eigentlich eine extrem lange Zeit, also ich brauche immer extrem lang, bis ich den richtigen Tonfall gefunden habe. Das ist so ein, ich sage schmerzhaft, weil es wirklich, also das ist zum Verzweifeln manchmal, wenn man, da ich einfach den richtigen Ton nicht finde und mir denke so, oh, das passt nicht und das passt auch nicht und dann probiere ich alles Mögliche und verschiedene Perspektiven und es ist aber interessanterweise kein Ton, den ich im Kopf habe, also keine Melodie, das die Sprache bestimmt, sondern es ist ein Bild. Also ich habe immer ein Bild im Kopf, also bei der großen Heimkehr war das, waren das so diese Schwarz-Weiß-Bilder aus den 50ern, also weil ich liebe diese Schwarz-Weiß-Filme, also die alten amerikanischen Schwarz-Weiß-Filme, die finde ich ganz großartig und ich hatte eben das im Kopf und da wollte ich eine Sprache finden, die dem auch irgendwie die dazu passt, beziehungsweise also die das auch irgendwie fortführt und das in eine epische Form sozusagen überführt und so bin ich auf diese Sprache gekommen, also etwas Einfaches, Simples, was aber und auf einer oberflächlichen Ebene sehr klar ist. Also diese Klarheit wollte ich auch drin haben, wie aber eigentlich irreführend ist. Und das fand ich dann auch das Spiel mit dem Irreführen, das mache ich halt auch sehr gerne. Ein Thema, das in diesem Buch von Anfang an präsent ist und über das dann auch viel gesprochen wird, ist das Thema der Herkunft, der Heimat. Natürlich auch im Titel schon die Heimkehr. Die Frage, wer eine Heimat hat, die Frage aber auch, wer jetzt wem das Recht zuspricht, eine Heimat zu haben und wem nicht und so weiter. Jetzt ist Heimat, Herkunft ja auch ein Thema, das sehr viele Gespräche und Interviews prägt, die Sie führen mussten und geführt haben. Das ist ein Thema, das sehr begleitet, seit Sie durch Ihr Schreiben zur öffentlichen Figur geworden sind. Ist diese ganze Korea-Thematik, dieses Buch, dieses Erlernen der Geschichte, der Sprache eines Landes, auch ein bisschen eine Folge dieses Umgehens mit diesem Herkunftsthema, das Sie einfach begleitet, seit Sie wahrscheinlich denken können in Österreich? Wahrscheinlich. Also ich nehme an, dass man, wenn man ständig gefragt wird, wann kommt denn das Korea-Buch, dass dann irgendwann tatsächlich das Korea-Buch kommt. Ich möchte aber glauben, dass es nicht nur etwas damit zu tun hat. Also ich nehme an, es ist eine Mischung aus beidem. Also wobei es in der großen Geheimkehr, also es geht eben, ja, wie Sie gesagt haben, also es geht stark um Heimat, Herkunft, aber vor allem geht es ganz stark um Nationalismus, was natürlich immer unter dem Wort Heimat und Herkunft also mitschwingt oder eigentlich so verharmlost wird. Und das ist etwas, was mit der aktuellen Situation mehr zu tun hat als mit der damaligen. Also ich meine, damals wurde natürlich Heimat instrumentalisiert, ist eh klar, aber heutzutage auch. Also ich habe die große Heimkehr natürlich auch im Hinblick darauf geschrieben, also auf den starken Nationalismus in Europa auch, ganz stark, also ganz besonders in Europa und natürlich auch in Österreich. Also diese Entdeckung, was man alles an Stimmen damit gewinnen kann, wenn man eigentlich etwas ausbeutet, was sehr, sehr schön ist. Nämlich diese Verbundenheit, die man zu einem Ort, die man zu den Menschen, auch zu der Geschichte an einem Ort hat. Das ist etwas sehr Schönes, etwas sehr Kostbares und man nimmt es einfach und tut damit, was man möchte. Das ist extrem perfide. Also das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie grausam das ist. Das Thema Identität, das Thema Herkunft ist auch ein ganz zentrales in Ihrem aktuellen
Buch oder dem Buch, an dem Sie gerade schreiben, das dann als nächstes erscheinen wird. Der Schauplatz ist jetzt allerdings wieder ein ganz anderer, es sind die USA. Wie kam es dazu und worum geht es in diesem Projekt? Wie es dazu gekommen ist, weiß ich wieder mal nicht. Ich nehme an, dass es wieder mal ein Zufall war. Also ich werde einfach mal beantworten, worum es in dem Buch geht. Also es geht in dem Buch ganz konkret um ein Kind, das unehelich auf die Welt kommt, und zwar in den frühen 50er Jahren in Wisconsin, also einem sehr konservativen, sehr in einer konservativen Kleinstadt. Also die Stadt heißt Green Bay, die gibt es tatsächlich. Und das, also das Kind hat eine weiße Mutter und der Vater, und die Mutter weigert sich quasi, die Identität des Vaters zu enthüllen. Und die Sozialarbeiterin, die den Fall bearbeitet, weiß nicht genau, das Kind wirkt gemischt, aber wie ist die Mischung tatsächlich? Also zuerst gibt es wilde Spekulationen, dass das Kind eventuell also indianische Vorfahren hat, und dann schwenken sie um auf Neger-Vorfahren. Also ich verwende jetzt die Ausdrücke, die die Personen verwenden. Und im ersten Teil geht es genau darum, also herauszufinden, wie, woraus, also aus welchen Rassen besteht das Kind eigentlich. Im zweiten Teil geht es dann um die Geschichte der Sozialarbeiterin. Also es stellt sich dann heraus, dass sie aus Österreich emigriert ist in die USA, dass sie dass sie eigentlich eine anthropologische Bildung hat, also sie ist Anthropologin eigentlich, und dass sie während der NS-Zeit für das Gesundheitsamt gearbeitet hat und auch mit den sogenannten Besatzungskindern zu tun hatte. Also diese Thematik der gemischten Kinder wird dann auf einer österreichischen Ebene also auch erzählt. Also ich habe da zwei Ebenen. Würden Sie uns eine kurze Stelle aus diesem neuen Projekt vorlesen? Ja, dann lese ich, das Buch heißt Geschichte eines Kindes, und ich lese auch gleich den Anfang, also aus dem ersten Teil. 13. Juli 1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Am Sonntag, den 12. Juli, kam gegen 10 Uhr abends eine junge Frau mit starken Wehen in die Notaufnahme. Kurz nach Mitternacht gebar sie ein 3,2 Kilogramm schweres Kind. Sie gab ihm den Namen Thomas. Der Arzt, der die Entbindung vornahm, war Dr. Karl Schreiber. Mutter und Kind sind wohlauf. 14. Juli 1953. Besuch im Krankenhaus St. Mary. Der Name der Kindsmutter lautet Carol Ann Trutman. Sie war höflich, aber schroff. Sie erklärte sofort, dass sie den Knaben zur Adoption freigeben wolle und er auf die Kinderstation verlegt werden könne, sobald die Ärzte dies gestatten. Miss Trutman wohnt zurzeit in der Kellogg Street 223 in Green Bay, Wisconsin. Sie wurde am 11. Februar 1933 in Green Bay geboren, ist 20 Jahre alt und ledig. Sie besucht regelmäßig die Kirche St. Mary in Green Bay. Ihr Vater, Joseph Trutman, starb vor 5 Jahren an Darmkrebs. Ihre Mutter, Anne Bellin, seit 1949 verheiratet mit Mr. Nicholas Bellin, lebt auch in Green Bay, St. Baird Street 1556. Die Familie stammt aus Österreich und Deutschland. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Sie ist die zweitälteste. Max ist 21 Jahre alt und arbeitet in der Wood Preserving Company. Walter ist 19 Jahre alt und Student am St. Norbert College in Green Bay. Olivia ist 13 Jahre alt und besucht die Junior High School St. Mary in Green Bay. Max und Walter sind Junggesellen. Miss Trutman hat die St. Mary High School in Green Bay absolviert. Seither arbeitet sie als Telefonistin bei der Bell Telephone Company in Green Bay. Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, möchte sie diese Tätigkeit wieder aufnehmen. Da sie es jedoch versäumt hat, sich krank zu melden, hofft sie, dass die Stelle nicht vergeben wird. Meiner Schätzung nach ist Carol Trutman ca. 1,60 Meter groß und 70 bis 75 Kilogramm schwer. Sie ist hellhäutig und hat ein rundlich begrenztes Gesicht mit einem spitzen Kinn. Ihre Stirn ist zurückweichend und kurz. Die Nase ist eher breit, die Obernase leicht flach. Sie mutet wie eine Knopfnase an. Der Mund ist groß, die Lippen sind voll. Das Haar ist schulterlang, die Haarfarbe braun, die Haarform weitwellig. Die Augeneinbettung ist tief,
Die Augen sind klein und rund, die Wimpern kurz. Die Irisfarbenklasse ist hellbraun und entspricht der Farbe der Wimpern. Den vollständigen Namen des Kindsvaters kennt sie nicht. Sie weiß nur, dass er mit Vornamen George heißt. Er ist angeblich 23 oder 24 Jahre alt und unverheiratet. Sie vermutet, dass er in Chicago lebt. Über seine Familie ist ihr nichts bekannt. Sie haben keine Heiratspläne, sie sind bloß ein paar Mal miteinander ausgegangen. Miss Trotman erwähnte nicht, wie oft. Das erste Treffen kam über die Vermittlung von Bekannten zustande. Sie sagte zuerst Freunde, verbesserte sich dann. In dem Moment betrat ihre Mutter den Saal. Anne Boleyn ist eine noch jung wirkende, attraktive Frau, die ältere, schmälere Version der Tochter. Sie war geschmackvoll gekleidet und äußerst höflich. Sie bedankte sich, dass wir ihrer Tochter behilflich sind. Mrs. Boleyn bekräftigte, dass der Säugling zur Adoption freigegeben werden soll. Sie ist ebenfalls damit einverstanden, dass er so bald wie möglich ins Waisenheim verlegt wird. Ich erklärte Mrs. Boleyn und ihrer Tochter, mit welchen Kosten sie zu rechnen hätten und wie in etwa das Verfahren zur Aufgabe der Elternschaft ablaufen werde. Ich schlug vor, es so bald wie möglich in etwa 2 Monaten zu eröffnen. Weder sie noch Miss Trotman erhoben Einspruch. Ich sagte, ich würde mich rechtzeitig mit ihnen in Verbindung setzen, danach verabschiedete ich mich. Für eine Untersuchung des Kindes war weder Zeit, noch war dies nötig. 3. August 1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Laut Schwester Aurelia besitzt der Trotman-Säugling Körpermerkmale, die auf eine indianische Abstammung hinweisen. Ich sagte, dass es möglicherweise noch zu früh sei, dies zu beurteilen, das Kind ist erst 3 Wochen alt. Schwester Aurelia stimmte mir zögernd zu und versprach, die Entwicklung des Kindes im Auge zu behalten. Nachtrag. Miss Murphy wies mich an, Schwester Aurelias Bedenken zu ignorieren. Die Schwester rege sich über die kleinsten Dinge auf und sehe Gespenster. 31. August 1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Die Schwester war so aufgeregt, dass ich sie zunächst nicht verstand. Offenbar haben sie und Schwester Genevieve das Kind in den letzten Wochen genauestens beobachtet und mehr als einmal eingehend untersucht. Gemeinsam seien sie zu dem Schluss gekommen, dass seine Körpermerkmale eher denen eines Negers entsprechen als denen eines Indianers. Das Kind, betonte Schwester Aurelia, weise mit Sicherheit Merkmale auf, die nicht normal seien. Ich versuchte, sie zu beschwichtigen. Ich sagte, dass Dr. Dennis Thomas demnächst untersuchen werde und schlug vor, den Test des Psychiaters abzuwarten. Außerdem würde ich den Knaben morgen selbst in Augenschein nehmen. Schwester Aurelia war mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Sie warnte mich jedoch, dass sich unter diesen Umständen die Suche nach geeigneten Adoptiveltern schwieriger gestalten werde. Mit Mischlingskindern kenne man sich in Green Bay nicht aus. So etwas habe es hier noch nie gegeben. 1. September 1953. Untersuchung Thomas Trotman Krankenhaus St. Mary. Das Kind ist 7 Wochen und 2 Tage alt. Der allgemeine Gesundheits- und Ernährungszustand ist als sehr gut zu bezeichnen. Es war bisher noch nie krank, nicht einmal einen Schnupfen hatte es. Aus amerikanischen Arbeiten ist bekannt, dass der amerikanische Neger, wenn überhaupt, nur von einer leichten Form der Masern und Diphtherie befallen wird. Erkrankungen an Scharlach und Windpocken verlaufen gleichfalls relativ harmlos. Allerdings soll er häufiger als der Weiße unter Erkrankungen der Atmungsorgane leiden. Die Nasenbreite des Kindes liegt zwischen den Werten der größten, Negride nach Herskowitz, und geringsten Nasenbreite, Europide, ist somit Mesurin, mittelbreit. Bekanntlich nimmt der Nasenindex mit zunehmendem Alter stark ab, was auf das im Verhältnis zur Breite viel stärkere Wachstum der absoluten Nasenhöhe zurückzuführen ist. Sieg kam zum Ergebnis, dass der amerikanische Neger nicht nur im kindlichen Stadium, sondern auch als Erwachsener ebenso mittelbreitnasig ist wie der Durchschnittseuropäer. Die Bestimmung der Hautfarbe erfolgte nach von Lushan. An der Beugeseite des linken Oberarms, die den Umwelteinflüssen, Sonne, am geringsten ausgesetzt ist, wirkt das Kind hellhäutig. Seine Augenlider, Brustwarzen und Achselhöhlen sind jedoch stärker pigmentiert als der Rumpf. Dieser ist dunkler als die Gliedmaßen an der Beugeseite. An den seitlichen Stirnpartien sowie in der Nackengegend gibt es Anhäufungszentren von Pigment.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Innenflächen der Hände und Füße heller sind. Zur Bestimmung der Augenfarbe diente die Augenfarbentafel nach Martin Sala. Beim Kind wurde eine braune Irispigmentation festgestellt. Der Gesamteindruck der Iris ist von einer strahlenden Klarheit und Tiefe. Hinzu kommt ein deutlich bläulicher Außenring. Eine Negerfalte an den Augen ließ sich noch nicht feststellen. Soweit ich weiß, stammen die meisten amerikanischen Neger aus Westafrika. Die Negerfalte sollte bei ihnen stark ausgeprägt sein. Die Haarfarbenklasse ist braun, die Haarform soweit erkennbar straff. Die Lippen sind eher fleischig. Da in der Literatur wiederholt die Vermutung geäußert wird, dass bei Rassenmischung mit vermehrten Disharmonien zu rechnen sei, wurde besonders auf solche geachtet. Ich konnte noch keine Missbildungen feststellen. Meines Erachtens nach sind weder Negride noch Mongolide, Indianide, Einflüsse auszuschließen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass der amerikanische Neger nicht dem gebürtigen Afrikaneger gleichzusetzen ist. Er stellt eine Auskreuzung, ein Rassengemisch dar, dessen Grundkomponente die Negride geblieben ist, in der aber Europide und einige wenige Mongolide, Indianide Einflüsse ihren Niederschlag gefunden haben. Laut Hoskowitz sind bloß 22% der amerikanischen Neger unvermischt, etwa 51% weisen einen Europiden und 27% einen Europiden bzw. Mongoliden, Indianiden Einschlag auf. Vor den nächsten Schritten sollte der Test des Psychiaters abgewartet werden. Das klingt schon durch diese Berichtform nicht nur extrem beklemmend, sondern auch sehr authentisch. Gibt es eine historische Basis, einen historischen Fall, von dem Sie da ausgehen? Ja, es gibt sogar einige Fälle, also einige historische Fälle. Und zwar habe ich mir die amerikanische Fälle angesehen, also der allerersten Adoption, also die allerersten Mischlingskinder, die für eine Adoption auf den Markt gekommen sind, sozusagen. Und die Diskussion, die dann geführt wurden, eben von wegen, dürfen solche Kinder überhaupt in eine weiße Familie oder welche Familie kommt dafür in Frage? Also da gab es wirklich haufenweise Material darüber, auch ob es schädlich für die Kinder ist, also in welcher Umgebung sie aufwachsen sollten, was schädlich ist für sie, was gut ist für sie, was für die Umgebung schädlich ist. Also das habe ich mir angesehen. Und dann habe ich mir aber auch vor allem die Berichte von Sozialarbeiterinnen angesehen, die im Nachkriegsösterreich tätig waren, also die eben versucht haben, die Besatzungskinder, also die sogenannten Besatzungskinder, ich sag mal ganz salopp, an den Mann zu bringen. Also die versucht haben, diese Kinder zu vermitteln. Und da habe ich mir auch, also von daher kommt diese Sprache, also ich habe mir die Sprache sehr genau angesehen und die Beschreibungen sind von Anthropologen. Also da habe ich sehr viele anthropologische Texte sogar schon aus den 20ern und 30ern und 40ern angesehen und welches Vokabular sie verwenden. Also die haben ja wirklich, also mein Lieblingssatz ist der mit dem, sind wie auch die Erwachsenen ebenso mittelbreitnasig wie der Durchschnittseuropäer. Also mittelbreitnasig, es ist ja eigentlich, also ich finde das Wort eigentlich ganz komisch, aber dieses spezielle Vokabular, es kommt eben aus diesen Fachtexten, das ist also Fachvokabular. Und die handelnden Figuren sind real oder sind die alle fiktiv? Die handelnden Figuren sind alle fiktiv, bis auf das Kind. Also es hat tatsächlich mindestens eines gegeben, bei dem es unklar war, wie die Mischung sozusagen war. Und die Sozialarbeiterin ist auch von mir so ein bisschen nachgebildet. Also das Vorbild ist Hella Pöch, eine Wiener Anthropologin, die während der NS-Zeit also sehr als Expertin für die Identifikation von Rassen zuständig war. Also sie war dann auch letztlich dafür verantwortlich, einige Menschen in den Tod zu schicken. Wurde aber nicht, nach Ende der NS-Zeit wurde sie nicht dafür, also weder verhaftet noch sonst irgendwie hatte sie Schwierigkeiten. Sie hat aber das Land verlassen, also das schon, Südamerika. Viele ihrer Bücher handeln an Orten, die
Sie auch immer besuchen wollten. Sie haben einmal gesagt, Grönland sei so ein Sehnsuchtsort gewesen. Ich nehme an, das gilt natürlich auch für Korea. Auch Wisconsin ist auf eine ganz spezielle Art ja exotisch. Ist das auch so ein Sehnsuchtsort? Nein, also Wisconsin ist kein Sehnsuchtsort und die USA waren es eigentlich nie für mich. Also ich habe mich auch komischerweise nie wirklich sehr dafür interessiert. Also die Geschichte finde ich extrem faszinierend, aber das Land jetzt, jetzt finde ich es immer interessanter, ehrlich gesagt. Also, und jetzt würde ich es auch gern mal bereisen, aber Wisconsin ist wirklich langweilig. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Vielen Dank.